Ich hole erstmal ganz kurz die Päckchen. Ich habe hier nämlich einige Fancy-Kartons zum Auspacken. Ich hoffe, es gucken einige zu. Und wenn nicht, dann packe ich sie auch alleine aus. Hallo, hallo Svenja, hallo Jonna, hallo. Genau, ich habe wieder ein bisschen was bekommen. Ich habe gesagt, ich komme momentan täglich zu euch. Sieht aus wie die Weihnachtsliste, diese artig und unartig Liste. Hallo Selina. Hallo, hallo, sind ja doch so viele. Hallo. Hätte ich gar nicht gedacht. Schauen wir doch mal, was heute gekommen ist. Also. Tada, tada. Wie gehört er denn? Er gehört so. Dann ist das da raus. Und gleich wieder für euch da. Eine Sache, die mir nicht gefällt. Hier ist ein Teil rausgegangen. Also von dem Putzmittel ist ein Teil rausgegangen, das ich da wieder gerade versuche reinzumachen. Ich glaube, ich war erfolgreich. Ein Badezimmerreiniger. Huch, das schreiben ja schon einige. Hi Patricia, hallo. Hi Silber, Partyqueen, wie geht's dir? Oh, tatsächlich ging es mir heute nicht so gut. Gott, voll rote Lippen. Rote Wangen. Tatsächlich ging es mir heute nicht so gut. Irgendwie habe ich gestern diesen mega leckeren Weihnachtsmann nicht vertragen mit meinem Magen. Und hatte die ganze Nacht damit zu kämpfen. Und dementsprechend war ich heute Morgen auch müde auf Arbeit gewesen. Aber naja, ich habe mich auf jeden Fall durchgequält und bin jetzt zu Hause, habe ein bisschen entspannt. Und jetzt geht's weiter. Also, wir hatten hier gerade schon einen Badezimmerreiniger. Dann haben wir hier jetzt noch einen Badezimmerreiniger. Und noch einen Badezimmerreiniger. Vanilla Mint. Oh, der ist auch toll. Ah, dann weiß ich, welche Party das ist. Man ist ja dann gleich so, alles klar, welche Party hat man im Kopf? Oh nein, gute Besserung. Ja, danke. Also, es ist wie gesagt schon besser, aber. Oh, echt, das war ein bisschen doof letzte Nacht. Einmal Schimmerseife. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich bin auch selber schuld. Also ich kann mit meinem Magen vertrage ich einfach 0,0 Schokolade. Das weiß ich. Und gerade weiße Schokolade vertrage ich noch mal weniger. Aber ich liebe sie und habe gestern diesen kleinen weißen süßen Weihnachtsmann gekriegt. Ach, und dann gibt es ja auch so Tage im Leben einer Frau. Da isst sie besonders gerne irgendwas Süßes. Und das eine kam mit dem anderen zusammen. Ach, wie blöd. Ja, ich sag's euch. So, ich mache mal ganz kurz den Karton hier weg. Der ist nämlich schon ausgepackt. Da waren nur noch so Restteile drin und hole den nächsten. Ja, ne? So und nicht anders. Hallo, hi Bianca. Schön, dich auch mal wieder zu sehen. Also online. Muss ich noch gucken. So, dann habe ich euch erzählt, ne? Ganz viel Badreiniger und zwar Vanilla Mint. Der riecht richtig, richtig, richtig geil. Also damit lässt sich das Badezimmer auch richtig gut putzen und man hat Spaß dabei, weil es einfach super gut duftet. Und wenn es super gut duftet, dann bringt Putzen auch Spaß. Naja, auf jeden Fall ist es ein bisschen besser dann. So, Müll zur Seite. Hier habe ich. Aha. Neulich war doch dieses Angebot mit drei Bars und den Pots und der Duftblume und so weiter und so fort. Dieses, was super schnell ausverkauft war, wo ich leider nicht mehr diese Cashmere und Corduroy Sachen gekriegt habe. Ja, und das ist jetzt mitgekommen. Also erstmal eine Gingerbread Man Lampe.
Ich liebe sie, ihr wisst es, ich liebe sie. Meine ist gerade, ach so, noch im Partykorb, weil ich habe jetzt Freitag die letzte Party. Und da ist sie noch drin, ne? Also ein Mini Gingerbread Man. Dann haben wir hier eine Scallop-Lampe. Das ist auch eine schöne. Die zeige ich euch mal ganz kurz. Die Scallop, die ist immer wieder schön. Die ist so, die hat so einen Perlmutt-Glanz. Seht ihr das? Das ist halt eine Muschel. Ja, wie eine Perle. Ganz, ganz schön. Ganz hübsch. Passt auch ganz viel überall rein und so. Also, das ist auch eine schöne Lampe, die ihr immer wieder aussucht. Also, die Scallop. Genau. Hallo Mone. Guck mal, was ich auspacke. Also tatsächlich, glaube ich, alles eure Sachen oder größtenteils eure Sachen. Dann habe ich hier eine Take Me Home, ein little kleines Häuschen. Dann habe ich hier noch eine Take Me Home und eine Glitter Silver. Ich glaube, Mone, wir dürfen uns treffen die nächsten 1, 2, 3, 4 Tage. Je nachdem, wie du Zeit hast. Dann eine Tea-Rose-Lampe. Oder wir fragen Carmen nochmal. Auch eine coole Sache. Müssen wir mal besprechen. So. Auf jeden Fall sind einige Sachen mitgekommen. Dann haben wir Sandpacks. Habt ihr bestellt. Just Breeze. Die waren im Angebot. Anstatt für 10 Euro, für 5 Euro. Just Breeze ist ein mega frischer Duft einfach. Der ist ein bisschen, ja, minzig, Eukalyptus. Also du hast das Gefühl, deine Nase wird auf jeden Fall frei mit dem Duft. Genau. Dann haben wir hier Make a Splash. Die Handcremes. Einige Make a Splash Handcremes. Ich glaube, davon ist nämlich einer auch für mich. Für meine neue Arbeit, also für meine Arbeitstasche. Ich hätte gerne auf der Arbeit mal zwischendurch Handcreme. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Bürojob-Ding. Ja. Dann noch mehr Make-A-Splash-Handcreme. Alter. Ganz viel Make-A-Splash-Handcreme. So, dann haben wir die Herbstöle. Und zwar war das ja dieses Kombi-Angebot. Das ist also längst ausverkauft gewesen. Oder ganz, ganz schnell ausverkauft. Aber das war das. Dann habe ich hier einmal White for Fall. Ach, das ist in diesem Kombi-Angebot bestimmt gewesen. Das riecht so ein bisschen wie Mighty Pine. Also voll Tanne. Ja, absolute Tanne. Dann haben wir hier Maple Rum Cake. Da bin ich gespannt. Das hätte ich viel schlimmer gedacht. Ich lüfte mal. Das hätte ich schlimmer gedacht. Der riecht voll gut. Ja, so ein bisschen, ja, dieses rumkugelige, lebkuchenartige. Mega. Mega, mega, mega. Hätte ich nicht gedacht. Und davon habe ich dann nämlich ganz, ganz viele, weil ja alle irgendwie so das Angebot genommen haben. Ich muss mir das nochmal raussuchen, welches Angebot es genau war. Cozy Vanilla Pumpkin. Auch ein Duft, den kenne ich gar nicht. Mabel Rum Cake. Nochmal Mabel Rum Cake. Oh, ich hätte auch hier riechen können. Das waren ja die, ich glaube, da habt ihr gleichzeitig Bar, Pot, Duftblume und Zenzirkel bekommen. Ich meine, das war dieses Angebot. Ja, und was soll ich sagen? Nicht schlecht. Also wirklich nicht schlecht. Hätte ich nicht erwartet. Also, weil alles mit Rum, da dachte ich so, nö, nicht schlecht das Ding. Dann den 3D-Zirkel dazu, den dazugehörigen quasi. Frage ist, warum habe ich alles dreimal bis auf den Bar? Ach so, haha, der Bar war, glaube ich, die Bars waren einmal extra mit den Ölen zusammen. Ich glaube, jetzt haut's hin. Ja. Dann habe ich Velvet Moon so, und Lemon Sorbet Pots. Dann habe ich ganz viele kleine von den Wandsteckern. Die hole ich mal so raus, ohne euch die zu zeigen. Das ist ja sonst Quatsch, ne? Quatschi, Quatsch, Quatsch. Ganz viele.
noch mehr und noch mehr. Und noch mehr. So, dann ist hier einmal eine Night Sky Lampe. Das ist die, die aus dem... War die nicht im Angebot mit den vier Düften? Doch, ich glaube. Ich glaube, das ist noch eine aus dem Angebot mit den vier Düften. Dann eine Twinkle. Ich meine, die war nämlich auch im Angebot mit den vier Düften. Da muss ich gleich nochmal die ganzen Angebote durchgucken. Und noch eine Night Sky. Ja, nee, das muss aus den Angeboten sein. Bin ich ganz sicher. Und noch eine Aziza. Für wen die wohl ist. Die Dame guckt nämlich zu, für den die ist. Genau, dann haben wir noch einmal eine Gingerbread Man Lampe. Dieser Lebkuchenmann. Und noch ein Lebkuchenmann. Noch ein Lebkuchenmann. So. Ein Uno Sensi Go. Rose Gold. Oh, süß. Und eine kleine Glühbirne. Und dann haben wir noch einen Karton. Oh, der ist so schwer gewesen. Oh. Was ist da? Okay. Oh. Ist das schwer. Ist das schwer. Alter Scholli. So. Der ist sauschwer gewesen. So. Gut. Einmal Papier. Papier raus. Ich muss noch einmal ein bisschen sortieren, bevor mein Mann wieder mosert. Kannst du das nicht gleich sortieren? Jetzt mache ich's. Einmal eine Night Sky, deswegen war das auch so schwer, verdammt. Oh. Aber klar, die Night Sky waren im Angebot mit den vier Bars zusammen. Das ist ja eh so eine schöne. Ach Gott, und dann haben wir hier 100 Schimmerseiten wieder. Denn das ist kein Wunder. Also, ich liebe unsere Schimmerseiten. Aber ich habe euch ja schon erzählt, ich glaube, ich habe mir jedes Mal, wenn ich Schimmerseifen bestellt habe für meine Kunden, ich glaube, dann habe ich jedes Mal zweimal wieder für mich mitgenommen. Ich liebe die auch. Also die sind, natürlich dauert das ewig, bis die Seifen auf sind. Aber wenn, ne, für einen halben Preis, hallo, habe ich die auch mitgenommen. Oh, Dermy Time, Duschgel und Cozy Cardigan. Cozy Cardigan Twister. Huch, und jetzt fällt mir das fast runter. Hier sind die Maple Rum Cake Duftblumen. Aber eine Cozy Cardigan. Noch eine Cozy Cardigan. Maple Rum Cake. Das muss Luna sein. Luna. Cozy Cardigan. Und das ist wieder der Rum Cake. Und dann hole ich mal ganz kurz die Düfte raus. Oh. Weil die hier nämlich am Runterfallen waren. So. Dann den zur Seite. Die Duftblumen dahin. Die ganzen Seifen dahin. Damit ich das auch gut positionieren kann. Oh, das ist toll. Das hat ein bisschen geschwitzt, weil wegen Kälte. Jammy Time. Hast du noch eine Schimmerseife über? Für den halben Preis? Schreib mir einfach. Jammy Time Duschgel. Mega, mega, mega geil. lieb ich. Bennett duscht damit. Ich dusch damit. Flo duscht damit. Jonas duscht damit. Wir duschen alle mit Jammy Time. Das ist allerdings jetzt Jammy Time für eine Kundin. Also es ist mega Unisex. Jammy Time Geruch. Und das ist super ergiebig, weil du musst. Also, da habe ich Jonas aber neulich ausgemeckert, ne? Der hat dann erstmal. Sein Jonas! Das ist hochkonzentriert. Seh zu, dass du mal gerade einen Tropfen nimmst. Mein Gott, schäum das. Oh, war ich sauer gewesen. Kannst du nicht hier diese 12,75 € Flasche einmal hier geben ihm? Na gut, ich habe es ihm beigebracht und jetzt macht das richtig. Also der mit Tempo Duschen geht. Sehr hochkonzentriert, sehr hochwirksam und super, super gut riechend einfach.
Ja. So. Dann hätten wir das. Düfte. So. Schimmer. Dreimal Schimmer. Hört ihr das? Bennett übt Schlagzeug oder zeigt seinem Kumpel das Schlagzeug, dass er Schlagzeug spielt. Dann haben wir Luna. Nochmal Schimmer. Silver Bells. Jammy Time. Jammy Time geht auch in der Lampe übrigens gut. Luna. Nochmal Schimmer und nochmal Schimmer. Alter Scholli. Also Schimmer geht immer, wisst ihr. So, dann haben wir hier. Ah, guck mal, das sind die blumigen Düfte zu den dazugehörigen Lampen, wo ihr quasi ein paar, also 4 Stück umsonst gekriegt habt. Hase, nicht hier rein. Ach, du machst gerade Lampen. Ja, und nicht hier rein jetzt. Wir wollen fragen, ob wir ins Dorf fahren können. Nicht jetzt. Ich komme gleich. Was wollt ihr denn im Dorf? Irgendwas, ein bisschen rumbummeln. Ja, ein bisschen rumbummeln dürft ihr. Aber nicht schon wieder was kaufen. Wir haben nämlich genug Scheiß zu Hause. Nein. Gut. So, tschüss. Doch, wir wollten nichts kaufen. Nee. Mm-mm. Doch. Mm-mm. Sonst hab ich auch. Bände. Können wir uns dann von meinen Süßigkeiten was Süßes nehmen? Dürft ihr. Komm auf die witzigsten Ideen. Oh, lass mal auf Langeweile einkaufen. Nee? Bin ich grüßes? Oh, was ist bei euch verkehrt? Also. Vor allem, die sind schon zu zweit. Ist ja nicht so, dass er alleine hier rumgurkt. So. Letztes Paket. Also, ich habe jetzt gerade diese ganzen Düfte ausgepackt, die quasi zu den Lampen damit zu umsonst waren. Deswegen war ich hier jetzt gerade mal leicht konzentriert. Hier ist Magnolia Leinen. Also ganz viele Magnolia Leinen wurden hier gekauft. Dann gibt es ein True Love Disney Bar. Dann ein Minnie Maus Bar. Ein Gingerbread Hugs. Der ist sehr ähnlich Vanilla, Cinnamon Vanilla, finde ich. Schade, dass sie den rausgenommen haben, den Cinnamon Vanilla. Finde ich auch persönlich. War ich echt ein bisschen traurig drüber. Und auch viele, viele meiner Kunden haben gesagt, oh, den hätten sie gerne. Ich sag, ich kann da nichts dran ändern. Also, ja. Wir können immer nur sagen, wir würden den gerne wieder haben, aber ob sie es dann schlussendlich machen, können wir immer nicht sagen. Ja. Dann Lemon Sorbet Bars. Winterberry Apple Tea. Hier haben wir dann Coconut Bachit. Das ist aber nicht zu dem dazu gewesen. Coconut Vanilla Bachit. Ach nee. Nee, pass auf. Accidentally in Love. Na, das muss ich nochmal genau in Erfahrung hier alles bringen. Irgendwie jetzt. So, das sind die. Und dann habe ich hier noch Winterberry Apple Tea. Oh ja, das ist euer super mega Lieblingsduft. Irgendwie bei der Party. Hallo Joanna. Pink Cotton. Den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Bei euren Bestellungen, muss ich tatsächlich sagen. Schimmer, alter Schwede. Also Schimmer ist diesmal ja auch richtig viel. Cozy Cardigan. Dann haben wir hier Clean Breeze. Luna zweimal. Ah, guck mal. Fiesta Lime Safari Sunset. Accidentally in Love. Ich glaube, das sind. Ich muss mir die Beschreibung nochmal durchlesen. Wow. Marshmallow Mint. Kakao. Der gehört garantiert zu denen damit zu. Genau.
Dann haben wir Clothesline und Amazon Rain. Das war's auch schon. Also ich meine, gut, morgen gibt's mehr. Ich glaube, morgen kommt wieder die nächste Bestellung an, die nächste Party an. Ich bin gespannt. Jetzt heißt das wieder einordnen, zusortieren, gucken, wer diese Sets bestellt haben. Übrigens, wie gesagt, also ich bin ja begeistert von diesem Mabel Rum Cake. Hätte ich ja nicht gedacht, dass es so gut riecht. Also da war ich ein bisschen vorsichtig und sagte so, ich weiß nicht, aber riecht gut, riecht besser als gedacht. Ja, also das war's. Ich kann es euch ja nochmal zeigen, ganz kurz. So, haben wir hier nochmal die kleinen Lampen. Habt ihr übrigens meine süßen Fingernägelchen gesehen? Oh. Also so richtig Mrs. Santa. Ja, dann haben wir kleine Lampen. Gingerbread Man, kleine Lampen. Große Lampen, die im Angebot mit 4 Bars. Noch dahinter, ach so, dahinter ist die Aziza 1-Cent-Go. Verpackung hat ein bisschen einen mitgekriegt, aber das macht nichts. Das ist gut eingepackt. Ganzen Unterteile von den ganzen Lampen. Dann die Duftblumen, Badreiniger, Seifen, Bars. Schimmer hat gewonnen übrigens, wer es wissen wollte. Ja, hier sind auch ganz viele Sachen. Ja, also das war's quasi. Das war's von mir. Morgen gibt's bestimmt mehr, morgen oder übermorgen. Das sind immer nur so kleine Eindrücke von dem, was ihr momentan bestellt und was momentan ankommt. Das interessiert immer ganz, ganz viele, weil viele tatsächlich ihre Bestellungen so ein bisschen daran anlehnen. Also finde ich immer ganz spannend. So, ja. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und falls ihr eine Bestellung machen wollt, falls ihr irgendwas wissen wollt, falls ich euch irgendwas erzählen kann, etc., bin ich gerne für euch da. Und dann gehe ich jetzt mal ans Party packen. Liebe Grüße und einen schönen Tag.